So, gleich beginnt schon der Livestream. Ah, wir sind schon ganz aufgeregt. Wah. Wir sind jetzt gerade hier im Studio. Ja. Hinter den Kulissen quasi, wo ja, die ganze Regie immer stattfindet. Der Wahnsinn. Genau, das machen wir aber mal zu einer anderen Folge. Ja, das bekommt so sein eigenes Paket. Genau, richtig. Ich finde, das verdient es das auch, ne? Definitiv. Genau. Salva, aber vorher, bevor es gleich losgeht, liebe Zuschauer, ich möchte es unbedingt wissen und ich glaube, für die Zuschauer ist es auch interessant zu wissen. Es ist jetzt ja knapp 30 Jahre Salva und LNG. Ne? Wie wichtig ist dieser charakterliche Aspekt der Band? Oh, der Charakter der Truppe, der Mannschaft ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Projektes. Ich würde gar nicht sagen einer Show, weil die Menschen, die zueinander kommen, sind der positive Impuls, der vorher einfach wichtig ist, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Und der charakterliche Aspekt der Menschen, die so ein Projekt unterstützen, ist für die Stimmung wesentlich fundamental, würde ich sagen. Wenn die Menschen sich verstehen, werden Probleme auch schneller gelöst. Ja? Weil man, und das macht diese Truppe besonders. Also wer uns kennenlernt, merkt, dahinter stecken Menschen, die für dieses Projekt gerne dazu stehen und einfach sagen können, es macht Spaß, wenn wir uns treffen und wenn wir uns begegnen und Zeit miteinander zu verbringen, denn das ist wertvoll. Ja? Das vergessen manche, für eine Show ist man dann 8, 9, 10 Stunden teilweise unterwegs und wenn du da einen Störenfried hast, brauchst du ja nur einen haben, dann ist das ganze Gebinde praktisch, wird halt gestört. Und ich habe das Glück, 30 Jahre, die erreicht man nicht einfach so. Das kann ich dir wirklich versprechen. Viele Bands scheitern ja auch an das Zwischenmenschliche hier. 30 Jahre mit Freude, Salva und LNG. Respekt an alle, die dabei sind. Ja. Und das habe ich auch wirklich gespürt, als ich euch das erste Mal begegnen. Das ist eine Wahnsinnstruppe, ne? Ja, eine Wahnsinnstruppe, wirklich tatsächlich. Macht dir das Ganze denn überhaupt noch so viel Spaß wie vor knapp 30 Jahren? Es hat sich natürlich vieles verändert. Wenn ich mich erinnere, dass ich die erste Idee im Ischeland Schwimmbad hatte. Ich kam wirklich aus dem Wasser und fragte den drei Mädels so, warum machen wir nicht eine Band? Da entstand das. So ist das entstanden, weil ich war schon mit 6 Jahren musikalisch unterwegs und dachte, wird doch einfach mal Zeit, dass wir irgendwas tun. Ja? Mhm. Und zum Glück haben die sich dann umgeguckt und sagen, ja, machen wir das, weil die Zeit von New Kids on the Block und Take That und ich wollte dann die drei Mädels, die tanzen und ich wollte eigentlich am Anfang Schlagzeug spielen. Ich wollte einfach nur zum Schlagzeug kommen. Ja? Und dann ist das einfach entstanden und heute die Technik, die Instrumente, alles hat sich einfach wirklich evolutioniert. Es hat sich vielleicht sogar vereinfacht, in Anführungsstrichen, so ein Aufbau, wenn man die Menschen hat, die mit dieser Technik in der heutigen Zeit auch umgehen können. Ja? Viele machen bla 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 und dann wissen sie einfach nicht, welche Knöpfe sie dann wann drücken müssen. Aber die 30 Jahre sind, am besten kann ich dir, glaube ich, sagen, es fühlt sich nicht nach 30 Jahren an. Also, was Besseres kann, also es macht genauso viel Spaß wie vorher. Dieses Adrenalin ist immer noch zu spüren, ja, wenn man kurz vorher, dieses Kribbeln ist da und ich habe gesagt, solange dieses Kribbeln da ist, machen wir Musik. Ach, richtig. Das Kribbeln ist bei mir jetzt gerade auch da, bei dir auch. Und immer. Immer, ne? Genau, ich glaube, es wird nämlich jetzt Zeit. Ho, sollen wir loslegen? Was meinst du? Ja, ich muss rüber. Dann mach dich einfach mal, du verwandelst dich. Ich verwandle mich jetzt. Und dann geht's los, Wir sehen uns jetzt nebenan. Ich freue mich auf euch. Habt Spaß. 26.07.2021. 20:15 Uhr. Hier, wie immer, in Berlin. Hier, wie immer, bei der Hitparade. Nee, Moment, wir sind ja gar nicht bei der Hitparade. Wir sind hier in Witten. Wir sind hier im West19-Studio und tada! Tuba hat mich gerade noch schnell verwandelt und umgestylt. Und da hinten, da wartet schon Salva und LNG auf euch für den zweiten Livestream hier aus dem West19-Studio. Wir sind ganz gespannt. Es geht jetzt los. Ein Abend voller italienischer Musik und ganz vielen Überraschungen für euch. Viel Spaß!
di noi. C'è bisogno d'armonia, alle vent'è facile aiutarsi a vivere. Se fra noi gli occhi si capiscono, già le nostre anime viaggiano all'unisono. Ora tu, giovane amore mio, stammi bene accanto, perché questo è solo il punto di partenza, tutto il resto poi verrà da sé. Tu lo sai, quello che spero io è vederti sempre così. Che bel viso hai, che bel sorriso, che bel movimento fa, quanto amore sei. Ci voglio credere, mi sa davvero che sei tu, a volte che io non sbaglio più. Sali in cenzo e di primula.
schon tutta l'anima. Zuschauer, ich sag's jetzt einfach mal wie Salva und LNG. Ciao, bella gente! Hab ich ein bisschen geübt. Ciao, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich habe gerade schon hier im Live-Chat gelesen, genau, er ist nämlich auch wieder geöffnet. Also es ist auch schon einiges los. Bitte schreibt fleißig und kommentiert fleißig, supportet uns und Salva und LNG und wir freuen uns sehr darüber. Und ich lese auch gerade schon hier, dass viele oder einige schon zum zweiten Mal jetzt auch dazugeschaltet haben zu dem zweiten Livestream. Desiree wird fleißig angefeuert. Hier steht schöne Stimme, definitiv. Ihr habt wahnsinnige Stimmen. Und oh, meine Mama hat auch mit dem Herzchen kommentiert. Dankeschön. Ja, es ist wundervoll, wieder hier zu sein. Wir freuen uns alle sehr. Wir gönnen euch jetzt mal eben noch eine Verschnaufpause, euch auch zu Hause. Das Ganze war jetzt gerade eigentlich erstmal das Vorspiel, aber dennoch wollen wir auf das Gewinnspiel von letztem Mal zurückkommen. Und zwar hatten wir da eine Frage gestellt und die Frage hieß, ja, wie viele Eros Ramazzotti-Lieder
Salva und LNG in den fast 30 Jahren wohl schon gespielt haben. Und einige von euch haben fleißig getippt. Und die Antwort lag so bei etwa 38, wurde mir gesagt. Und wir haben Gewinner. Wir haben tatsächlich Gewinner. Wir haben 4 Gewinner. Und das war so herzerwärmend. Ich bin mir sicher, dass das Foto der Gewinner jetzt entweder hier links oder rechts oben oder da oder ist drin. Ist drin, egal wo. Es ist auf jeden Fall drin, höre ich gerade. Das ist wunderbar. Das sind nämlich Jona, Janis, Felix und Lenny. Die 4 haben die T-Shirts gewonnen und tragen die auch schon ganz schön auf dem Foto. Herzlichen Glückwunsch dafür. Applaus, genau. Und ja, was wäre ein zweiter Livestream ohne ein zweites Gewinnspiel? Juhu, ich halte nämlich was in den Händen. Ja, nicht nur meine Spickzettel, sondern auch einen Gutschein. Das ist ein Geschenkgutschein. Und zwar ist dieser Geschenkgutschein einlösbar in der Kantine Souvlaki Bar in Hagen oder Dortmund. Ich kriege schon wieder Hunger direkt. Um diesen Gutschein bekommen zu können, müsstet ihr natürlich auch eine Frage beantworten. Und die lautet, wie viele Knoblauchzehen, 10, ja? Nicht die Knollen, sondern Zehen, sind in 10 Kilogramm Tzatziki? Wie viele in 10 Kilogramm? Ja. Wow, ja. Wow, genau, ja. Richtig. Das würden wir gerne von euch wissen. Also tippt das einfach mal hier in den Chat rein. Und beim nächsten Stream am 16.08. werden wir dann denjenigen, der am besten und am nächsten dran war mit dem Tippen, ja, als Gewinner bekannt geben und ihm gleichzeitig noch eine schöne Knoblauchfahne schenken. Ja, gratis. Gratis obendrauf, genau, richtig. Wie geht's euch denn? Ich schalte mal rüber zu euch, Salva und LNG. Ihr hattet ja am Samstag euren ersten Live-Auftritt in Nieheim. Tatsächlich. Seit 2019 endlich wieder. September, ne? September 2019. Ja. Geht's euch gut? Es kann uns nur gut gehen, oder? Wir schweben noch. Wir schweben auf dieser Wolke. Diese Stadthalle in Nieheim war einfach ein Traum. Also es hat uns viel Lebensenergie auch zurückgegeben und wir konnten auch viel Energie abgeben. Also es war eine wirkliche Party. Nochmal danke an Stefan und an alle Nieheimer, die tatkräftig mitgemacht haben an diesem Samstag. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Oder Jungs, winkt mal und sagt Hallo. Die rasten alle aus hier. Also ich finde, wir könnten dann direkt mit der tollen Energie, die ihr da bekommen habt am Samstag, direkt weitermachen. Ich würde nämlich wieder weiter tanzen. Ich bin mir sicher, ihr Zuschauer zu Hause auch, weil das gerade war schon wirklich mega toll. Und ja, seid ihr soweit, um einfach weiterzumachen? Wir sind soweit. Wir sind startklar. Okay, dann let's go. Musica Maestro. Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, dente su cola, bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita con me, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Canto un po' Susamen nella testa mi rimetto ripulendo nel ventimile di corno che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita com'è, non la faccio finita, soltanto perché pronto un altro caffè, ammazzo il tempo provando con la lingue che mi han detto oh, 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 oh.
vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E le cose che sei su quella volta, per mai c'è che ricordo che resta di noi. Su quelle male lingue che mi hanno detto. Sono cose su di lei che meglio non sapere mai, se che ricordo mi resta di noi. Ma ci sono cose su di lei che meglio non sapere, se che ricordo mi resta di noi. Musica! Adesso, bella gente, facciamo una canzone di Zucchero Fornaciari. Lui la vede nera, un po' nera, però noi ci ridiamo sopra. E allora, hoch die Hände, zeig mal eure Hände im Chat. Vi vogliono eure Hände sehen. Oh, 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 musica maestro. Yeah. Vedo nero coi miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me. Perdo il pelo, sciotte manche, vedo nero e non capisco cos'è. C'è un odore di femmina qua giù, è un profumo di sandalo. Come dice la marchesa camminando sugli specchi, ma la vedo nera, ma nera nera, ma non mi arrendo, alzo bandiera. Vedo nero, sai perché? Te, voglio te. Danza il cielo e non ho pace per te. Oro nero, sciotte manche, vedo nero e non capisco cos'è. C'è nell'aria una musica del sud, tropicana e vertigine sei tu. Dove c'è il vero chiamo. Disse il pesce infarinato, sono fritto, yeah. Spara, spara, è sul più bello, mi tiene il cuore, poverello. Vedo nero coi miei occhi, come disse la marchesa camminando sugli specchi. Ma la vedo nera, ma nera nera, ma non mi arrendo. Vedo nero, sai perché? Voglio te. Yeah. Oh, oh. Voglio te. Super Martiras. Come on.
Schön macht ihr mit. Super, super, super. Ganz viele Hände sehen wir. Geht's ab. Mama mia, wie viele Hände. Fast so viele Hände wie in Nieheim am Samstag. Natürlich müssen wir die dreifach und doppelt zählen, ja? Allora. Ja. wenn ihr könnt, könnt ihr auf dem Setlist 2, glaube ich, rüberwandern, ihr Lieben. Dann haben die Jungs auch, ja, ein Riesenapplaus für unsere Technik, für unsere Regie heute. Wieder am Platz der Peter und seine Crew mit Janine und Markus und alle, wie sie heißen. Und Christopher, ne? Christopher, siehst du, wir wollten den Christopher nicht vergessen. Und jetzt machen wir einen kurzen Sprung in den späten 80er Jahren. Dieses Lied braucht man nicht ansagen, deswegen warten wir nur auf Andrea Musica. Das singen wir zusammen, ja, im Refrain. Auch von zu Hause aus. Non è così. Che passi i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. Ehi, con chi stai? Io sto qui e guardo il mare. Sto con te. Mi faccio anche da mangiare. Sì, è così. Ridi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna. Come stiamo lontani senza una donna. Io che sto bene da domani senza una donna. Così, non è così che puoi comprarmi, baby. Tu lo sai. È un po' più giù che devi andare, baby. Al cuore, se ce l'hai. Io ce l'ho. E vuoi da bere? Guardami, sono un fiore. Non lo so, ma ridi pure. Ma non ho più paure di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna, baby. Sto bene anche domani senza una donna. Che m'ha fatto morire senza una donna, baby. Vieni qui, ragazzi, per voi Daniele. Che domani.
die machen sich den Spaß. Yeah! Wer kennt den Song? Mal gucken, wer ihn als Erster errät. Wer hat den Song geschrieben? Schreibt's in den Kommentaren. Come on! Auf geht's! Cercherò, mi sono sempre detto, cercherò. E troverai, mi hanno detto sempre, troverai. Per oggi sto come mi passo e nessuno mi vede. Wir sind warm gespielt. Ja, die Zuschauer sind aber auch warm. Ich sehe das gerade im Chat. Und Svenja, du bist sowas von richtig. Du hattest recht. Genau. Der Song Amerika ist von Gianna Nannini. Und ja, großartig. Danke für euren ganzen Support. Es ist so, so schön zu sehen, dass sich da was tut hinter dem Bildschirm, weil es ist schon eigenartig, hier ohne Publikum zu sein. Aber es ist so toll, wie ihr uns supportet. Moni, danke schön auch für dein Kompliment. Das Kompliment an die Band, weil es wirklich eine wundervolle Band ist, auch an mich als Moderatorin. Vielen, vielen Dank. Ach, es gibt ja einfach so viele Gründe zu feiern. Ich möchte aber noch mal kurz zurückgehen auf Gianna Nannini und sein erstes, ja, sein veröffentlichtes Album Blues. Es war nicht sein erstes veröffentlichtes Album, aber das veröffentlichte Album Blues 1987, das wurde zum erfolgreichsten Rockalbum tatsächlich. Und ja, das erfolgreichste Rockalbum, das bis dahin in Italien tatsächlich veröffentlicht wurde.
Und jetzt haltet euch fest, es hat sich allein in Italien über 1,3 Millionen Mal verkauft. 1,3 Millionen Mal, das ist unfassbar. Ja. Ich nehme heute alles als Anlass zu feiern. Ich muss mal kurz aus dem Bild. Moment, ich hole nämlich mal was. So. Jetzt nämlich hier mal ein Partyhütchen aufgesetzt. Ich habe nämlich gehört heute. Schau mal in den Chat. Das sieht, glaube ich, mega bescheuert aus, aber egal, was man nicht alles tut hier. Heute hat jemand ganz besonderes Geburtstag und nicht nur einer, aber ich habe gehört, heute hat dein Brüderchen Geburtstag. Mein Bruder Alessandro, ja, liebe genau, Nina. Alessandro. Und das war so süß, weil der Salva gestern in der Planungsteamgruppe schon von seinem Brüderchen geschwärmt hat und dass ihr euch noch nie gestritten habt, wirklich. Und gerade hinter den Kulissen hat er mir mal erzählt, dass ihr euch gekloppt habt. Also ja. Ich weiß nicht, was da das widerspricht sich ein bisschen. Ab und zu kloppt man sich auch. Ja, ist bei den Männern wohl so, die Serie. Aber wir sind nicht nachtragend. Ah, okay, gut. Einmal drauf, dann ist geklärt. Genau. Ja. Also, Alessandro, ganz Happy Birthday für dich. Ja. Aber ich weiß, ja, wie es in jeder italienischen Familie so ist, auch der Buco-Clan ist sehr, sehr groß. Und ich habe gehört, Alessandro ist nicht der Einzige, der heute Geburtstag hat. Wer noch? Einmal der Simone in Rom aus Nettuno. Tanti, tanti auguri, Simone. Tanti auguri. Und unsere Vittoria aus Rovigo, aus dem Norden. Tantissimi auguri a tutti voi. Spielt mal einen Ton an, così wir la cantiamo questa sera. Wir singen euch jetzt das Lied nur für euch. Ja? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ja, wir hoffen, ihr habt einen ganz wundervollen Tag, einen ganz wundervollen Geburtstag. Ich finde, die Zuschauer können auch ruhig noch mal gratulieren. Haut mal ein paar... Sie sind voll dabei. Ja, super. Oh, Entschuldigung, ich muss ein bisschen näher dran. Immer. Kein ja, Problem, perfekt. Kein Problem. Super, die ganzen Emojis da. Super, wir wollen sehen, dass dieser Chat hier explodiert. Wir gehen direkt mal zum nächsten Song. Und ja, der Song... Um den es sich jetzt handelt, den kennen die meisten wahrscheinlich, gesungen von Adriano Celentano oder Dean Martin. Und ja, aus dem Jahr 1958, da fing das Ganze an, dann ja, um die Welt zu reisen, dieser Song. Aber was die meisten gar nicht wissen, er entstand 8 Jahre vorher schon, und zwar 1950, gesungen wow. Nämlich ursprünglich durch Louis Prima. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Salva, hilf mir mal bitte. Louis. Oh, Louis Prima. Ja. Super, da habt ihr ja die richtige Person hier stehen. Aber alles jetzt, gut. Alles gut. Voll in Ordnung. Jetzt 2021 hören wir diesen Song, Buonasera Signorina, von Salva und LNG. Viel Spaß euch. Grazie a te, Nina, grazie. A questo punto, buonasera a tutti. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo fa. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scende in mare. Abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore, ti amo. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Allora
Adesso diamo la carica, perché noi siamo carichi. Siamo talmente carichi che abbiamo voglia di suonare tutta la notte. Allora, siamo pronti ragazzi? Attenzione! Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. For it is for us, the whisper buonasera. With that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. When the mountains and the sun come in to see. And by the little jewel shop, we'll stop and linger. While a buyer wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Grazie ragazzi! E grazie a voi! Meine Güte! Was ist in diesem Chat los? Mirko, guarda quanta gente! Wie viele Leute heute? Jona, Jona ist auch wieder dabei. Ich glaube, Jona hat die meisten Kommentare bis jetzt abgegeben. Naja, wollen wir mal am Ende zählen, wer diese Chat dann gewinnt mit seinen Kommentaren. Oh, die Hertha, die Mama von Nina ist auch ganz besonders gut dabei. Ja. Ah, jetzt beruhigen wir uns alle so wieder, so ein bisschen, möchten uns einfach einen schönen Abend machen mit ein bisschen italienischer Musik, um auch einfach etwas Freude damit zu geben an so einen Montagabend. Und jetzt kommt der Moment von Desiree und wir freuen uns alle riesig drauf, denn jetzt kommt für euch Tratte el Mare. Di te, tutta la mia vita sei tu, vivo i respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma di aspettare. Che avevi vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sono mai, sola marto sempre con te e non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più. Oh,
Nico Kocušek, Dizine, alla Stimme, bravi! Bravi, 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 bravi. Mamma mia, Laura Pausini schreibt wirklich tolle Songs und ein Riesenkompliment an euch Jungs. Ihr habt den Mittelteil heute so richtig gerockt. Man merkt, wir sind im Training und umso mehr man spielt, umso besser ist man auch eingespielt. So ist das im Leben, so ist das als Paar und erst recht ist das so als Band. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich, wirklich bedanken bei diesen tollen Jungs, die seit ganz, ganz vielen Jahren schon gemeinsam die verschiedensten Bühnen in Deutschland belebt haben. Und möchte einfach mal Danke an Nico Kocušek an den Keyboards geben und ein Danke an Daniele Buco an der Gitarre, Patrick Verspol, Andrea Buco am Schlagzeug, Desiree, Mama und Salva. Salva. Und an dieser Stelle grüßen wir auch den Luca, der mal wieder nicht dabei ist. Mensch, Luca. Ja, wo ist er? Ja, er ist gesund. Nie, ne? Das ist schon mal gut. Er ist gesund, das ist schon mal, nie sehen wir ihn. Und doch ist er wie so ein Geist. Er ist aber trotzdem da. Wie so ein Geist, ja, wie so ein Geist. Aber ihm geht's gut und er ist am Pool, glaube ich, mit den Kids und mit seiner Frau, die Simke, eine meiner besten Freundinnen. Und sie genießen einfach diese schöne Zeit, die man jetzt genießen kann mit der Familie. Aber im August ist er wieder dabei, versprochen. Nee. Doch, vielleicht. Vielleicht? Ich glaub, ja, mittlerweile vielleicht. Ja. Schauen wir mal, was. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schauen wir mal. Wir werden uns sehen. Wir werden uns bestimmt irgendwann mal sehen, ja? Jetzt haben wir noch eine Überraschung für euch. Und zwar, komm, die sagen wir nicht an. Du fühlst dich bereit? Guck mal, er trinkt schon sein Prosecco. Ja. Das ist getarnt heute, in Wasser. Wir haben alles in Wasserflaschen. Eigentlich ist das Wodka. Gab es keine blaue Isolite-Flasche? Allora, ragazzi, mal gucken, wer als erster dieses Lied errät, ne? Schauen wir mal. Eigentlich ist der Titel schon in den ersten zwei, drei Wörtern zu hören. Und Daniele ist heute einfach mal unser Überraschungsgast an der Stimme. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, stasera voglio stare a casa, fa male ma non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo e vieni non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, afuera di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Oh-oh-oh. Laura dov'è? Laura perché? È stupido cercarla in te, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Per quanto io provi a scappare, lei c'è.
c'è, Laura c'è. Ragazzi, Daniela alla voce, danke. Heute Premiere am Geburtstag meines Bruders am 26. Juli, Premiere per Daniele und mit Laura non c'è. Ja, Jona, du bist wieder mit Laura non c'è voll dabei, wie ich gerade sehe, ja. Neck, oh, die Svenja hatte Neck auch, ja, verdammt eine Sekunde zu spät. das stimmt, alle. Du bist nur ganz, ganz kurz danach gekommen. Oh, danke, Tuba, danke, ein Riesendank an Tuba, die hat uns wieder heute so schön, Dank, schön gemacht, extra fürs Fernsehen. Schön, dass du dabei bist und das, obwohl du in der noch 6 Wochen hast, ne, und dann erscheint dieses neue, tolle Kind, ja, auf diesem Planeten. Gut, dass du das noch ja. Sie ist mutig, eine mutige Frau. Aber wer einmal schon Mama geworden ist, der sieht das beim zweiten Mal alles nicht mehr so eng. Allora, wir möchten uns tierisch bedanken bei ganz vielen Leuten, die uns dabei unterstützen, dieses Online-Stream praktisch fortzuführen. Und wir freuen uns schon, im August sind wir wieder für euch da. Könnt ihr euch das kurz notieren, am 16., aber das sagt die Nina gleich nochmal. Also merkt ihr euch das einfach und danke an die Sponsoren und danke an alle, aber das kommt alles gleich. Wir möchten an dieser Stelle wirklich Danke sagen, denn tatsächlich sind wir mal wieder beim letzten Schon Song angekommen. Ja. Also, wenn man einmal anfängt und warm wird, ist das natürlich immer sehr hart zu sagen. So, das war's, aber ganz, ganz vielen Dank an euch. Abonniert schön unseren Kanal, bleibt fleißig, damit es immer wächst und immer größer wird, denn wir haben noch einige Shows und für euch ganz, ganz viele Überraschungen vorbereitet. Sagen Danke an dieser Stelle und möchten uns mit Eros Ramazzotti am heutigen Abend erstmal, vielleicht, schauen wir mal, dove c'è musica. E noi diciamo grazie per la musica e con la musica. Wartet, wir sind live. Und das könnt ihr praktisch auch an so einer Stelle erleben. Ja, Pasquale, jetzt klatscht. Guck mal, Jona und Pasquale, jetzt klatschen sie und lachen uns aus. Aber das ist live und das Ganze machen wir jetzt von vorne, da capo und nochmal neu. Live ist live, Leute. Das passiert auch im ZDF. Allora, grazie mille, bella gente. Porto dove c'è musica, saremo tutti di noi. È il mondo che una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto, senta che cambia il tempo. Buona speranza allora, buona speranza. Se c'è un silenzio da rompere, è un muro d'ostilità. Ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va. Via, dove c'è musica c'è ancora. E poi nell'anima
un'altra volgarità. Qualcuno ha detto, è segno che cambia il tempo, yeah. Qualcuno che non ci sta a cambiare dentro. Mir ist noch eben was eingefallen. Komm ruhig, ja, ich komm trotzdem mal. Ja, komm einfach zu uns. Mir ist noch eingefallen, liebe Jona, wir wollten uns noch recht herzlich bei dir bedanken für dieses wunderschöne Herzchen, was du für uns gemacht hast. Oh, oh, danke schön. Das ist richtig toll. Wir haben uns alle ganz doll gefreut. Vielen Dank. Komm, wir machen ein Bild in die Kamera alle zusammen und wir halten hat das fest. Hat sie selbst gemacht? Ja, hat sie selber so, gemacht. Genau. Oh, wie toll. Aber guck mal. Auch oh, guck mal. Das ist wirklich schön. Jona. Ich glaube, Jona wird Fan. Oh, zwei Monate. Stolze Papa. Danke, Jona, danke. Ja, ja, Nina. Ich bin immer wieder, also immer wieder, ist jetzt das zweite Mal, aber so langsam mag ich diesen Gang nicht hier zu euch hin, nicht wegen euch, aber weil ich weiß, dass der Abend ist dann immer schon vorbei. Nein, und schmerzt ein bisschen. Aber ich weiß, und das wissen wir ja alle. Wir haben viel vorbereitet. Genau, auch, ja. Wir haben viel vorbereitet. Wir haben, wo muss ich denn hier überhaupt hingucken? Ach, da. Ach, einfach geradeaus durch. Wir haben viel vorbereitet. Ja, wirklich. Und viele Überraschungen. Ja, also bleibt auf jeden Fall dran für den dritten Stream. Der ist nämlich am 16. August, ist gar nicht mehr so lange. Wir freuen direkt uns. Merken. Genau, notiert euch das sofort. Und vor allem, wie Salva schon gesagt hat, abonniert den Kanal hier. Abonniert es auch bei Facebook und auch bei Instagram, weil ihr seht immer wieder die Flyer und dann werdet ihr auch immer wieder regelmäßig dran erinnert. Spontane Videos. Spontane Videos, natürlich. Wir sind sehr spontan. Genau, ganz, 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 ganz spontan. Mit viel Leben sind unsere Socials belebt, ja? Ja, genau, richtig. Ja, ich lerne auch. Ich lerne auch dazu. Ja, ja, wir lernen alle dazu. Ich lerne auch hier ganz viel dazu. Genau. Jetzt zu etwas nicht ganz so Schönem. Ja. Ne, leider haben die Ereignisse in den letzten, vor allem in der letzten Woche, uns ja wirklich all sehr eingeholt. Ja. Und die wollten wir nicht vergessen. Nee, definitiv nicht. Wir denken an alle, die von dem Hochwasser betroffen sind. Und auch an alle Helfer, es sind so viele Helfer, das ist ja wirklich tatsächlich, so schlimm das Ganze auch ist, aber auch wirklich wunderschön zu sehen, wie die Menschen jetzt gerade wieder zusammenhalten. Wir haben unsere starke Seite gezeigt, ja? Genau, richtig, ja, genau, ja, wurde ja auch Zeit. Ja. Und du hast dir im Restaurant ja, wir haben uns was ausgedacht. Ganz einfach, auf unserer Facebook-Seite könnt ihr über den PayPal-Konto, den wir praktisch erstellt haben für unsere Leute, wir haben unseren Fotografen und einen weiteren Techniker, den es in Hagen sehr schwer getroffen hat, einfach eine kleine Unterstützung dargeboten und viel will ich eigentlich gar nicht
dazu erzählen, denn die Hilfen kommen überall. Wir haben einfach nur unseren kleinen Teil für unsere kleinen Leute, die einfach nicht diese Möglichkeit haben, dieses ganz große Ganze immer mitzubekommen. Und wir müssen einfach helfen. Und an dieser Stelle möchte sich Salva und LNG einfach an dieser Spendenaktion auch selbst beteiligen. Wir haben 100 Euro zusammen gespendet über diesen ganzen Social Media und unseren Online-Stream. Und die sind auch im Pott und wir wollen einfach helfen. Und ja. Was ich großartig finde. Genau. Also vielen Dank an euch, an die ganze Band und auch ans Restaurant, weil ich weiß, dass ihr ein Teil des Trinkgeldes, eures Restaurants halt da auch mit reingibt. Jetzt ist das Licht wieder da. Jetzt ist es raus. Genau. Jetzt ist es raus. Ja, das darf man auch einfach mal sagen. Ich sage es jetzt an dieser Stelle. Das Team ist schon toll. Ja. Doch. Ihr seid alle wundervoll. Und also wer auch von euch, liebe Zuschauer, dahingehend gerne spenden möchtet. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Ihr könnt bei Facebook einmal schauen. Genau, da PayPal. Ist, draufklicken. Bei PayPal ist so ein Moneypool, 5 Euro, heißt wir sind das, glücklich. Glaube ich. Genau, eingereicht. Es kommt nicht auf den Betrag an, es kommt einfach darauf an, dass es vom Herzen kommt. Und ja, von Herzen kommt jetzt auch unser Dankeschön an alle, wieder mal an das komplette West-19-Studio-Team hier. Also ihr seid wirklich immer wieder unglaublich. Peter, du bist einfach ein absolutes Genie. Er schläft einfach nie. Er isst nicht, er schläft nicht, keine Ahnung, wie er überlebt. Aber du kriegst es wirklich immer wundervoll auf die Beine mit deinem ganzen Team. Also vielen Dank. An die ganzen Sponsoren, die wurden am Anfang auch schon wieder alle erwähnt. Ja. An euch Zuschauer, Dankeschön, es ist unglaublich, was in diesem Chat los ist. Ihr bringt unser Herz zum Hüpfen. Überwältigend. Ja, wirklich. Und natürlich an euch wieder einmal, an euch hier vorne. Ihr versteckt euch immer hier so. Nicht so kamerascheu, ich gehe mal nach hinten, geht mal nach vorne. Andrea, du auch. Dann sagen wir alle zusammen. Genau. Also vielen Dank an euch. Ihr seid einfach mehr als großartig. Ihr habt uns einen ganz, ganz tollen, wundervollen Abend bereitet. Und bitte macht weiter mit dem, was ihr liebt, weil ihr macht das unfassbar schön. Und jetzt sagen wir Dankeschön. Ciao, bella gente. Genau, ciao, bella gente. Dreimal, sonst bringst du Unglück, Jungs. Dreimal. Jetzt mache ich nochmal so. Ciao. Ciao, alla prossima volta, grazie. Ciao. So, jetzt läuft sie da durch, ne? Dankeschön.